Hallo zusammen, und zwar geht es heute um Concealer. Concealer für eine reife Haut, wie man ihn am besten aufträgt und welche Concealers sind am besten. Ich dachte, ich zeige einfach meine Top-Concealer, die ich super gerne verwende aus der Drogerie. Ich habe einen Concealer tatsächlich nicht aus der Drogerie, und wenn ihr meine Videos öfters guckt, dann wisst ihr, welcher das ist. Und ja, darüber spreche ich ein bisschen, aber vorwiegend oder fast nur Drogerie. Dachte ich. Und ja, viel Spaß mit dem Video. Ich blende auch hier ein, wie ich das mache, wenn ich einen Concealer auftrage. Und zwar, es war ja früher, und ich würde sagen, das ist nicht mehr, Gott sei Dank, dass man so dieses Dreieck macht und alles hier ausfüllt, und man macht wirklich ein, ja, was ganz Dickes, und dann macht man alles hell, und das wird ja so cakey. Und das hat mich gewundert. Also ich habe ja meinen ersten Visagisten-Kurs oder die erste Ausbildung gemacht beim Make-up Rocker, und ich schätze ihn sehr. Also er hat mir so viel beigebracht, und das hat mich damals gewundert, dass er den Trend mitgemacht hat. Aber es war eben ein Trend, und wenn man das nicht gemacht hat, dann war man völlig out. Also ich denke mal, er muss das praktisch auch so beibringen, ne? Obwohl er vielleicht, ja, vielleicht auch nicht immer der Fan davon war, ne? Wie gesagt, das habe ich auch so, ja, gelernt halt, ne? Wirklich ganz, ganz viel aufzutragen, aber das ist nichts, ne? Für Best Age sowieso nicht, und Gott sei Dank ist dieser Trend nicht mehr, sondern man macht ja einfach so etwas auf der Innenseite und da, wo man etwas dunkel ist, etwas hintupfen, und dann unbedingt auch etwas an der äußeren Ecke, weil hier ist man oft ein bisschen dunkel, oder wenn man das ein bisschen nach oben zieht hier, dann hat man so eine Art Lifting-Effekt. Ich mache tatsächlich so ein bisschen runter, weil optisch gesehen wirkt die Nase dann tatsächlich auch ein bisschen schmaler, wenn man hier ein bisschen hell ist. Aber auf gar keinen Fall alles hier, weil wenn man hier Produkt hat, wo man wahrscheinlich, denke ich mal, ich habe das, und als Best Ager hat man hier einfach Falten, und das sollte man dann halt nicht mit Produkt einfach vollklatschen, sondern einfach hier und hier, und dann einfach mit dem Finger ein bisschen verbreitern, verblenden, das meiste einfach hier, und mit dem Restprodukt, was man auf dem Finger hat, einfach so ein bisschen hier rüber zu der Seite, und dann das, was in der äußeren Ecke ist, auch so ein bisschen verblenden und verbreitern. Und wenn es immer noch zu viel ist, dann kann man immer noch mit einem Beauty Blender hinterhergehen. Und aber auf jeden Fall, dass man darauf achtet, dass, wo die vielen Falten sind, dass da nicht ganz viel ist vom Produkt. Und dann empfiehlt sich das abzupudern. Es ist sicherlich so, mit Puder sieht man einfach die Falten mehr. Die Falten werden verstärkt. Da geht kein Weg dran vorbei. Man muss einfach versuchen, dann so wenig Puder wie möglich, weil man möchte das schon setzen, weil sonst kriecht es in die Falten rein und setzt sich ab und so weiter. Das ist auch sehr unschön, sondern ja, man muss da praktisch einen Mittelweg finden. Also ich mache das so, dass ich Puder auf so eine Quaste habe, meistens eine Quaste tatsächlich, lieber als ein Pinsel. Und mein bester Puder ist auf jeden Fall von By Terry. Das ist so, 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 so fein. Ich habe eine ganze Weile mit It Cosmetics By Pores gearbeitet, ist auch ganz okay, ist wirklich auch einer der besten Puders. Inglot habe ich auch da, ist auch gut, aber ich muss ganz ehrlich sagen, By Terry ist auf jeden Fall, finde ich, das Beste. Das ist also Hyaluronic Hydra Powder, und ja, ist ein Mini-Tiegel, ist ja auch schweineteuer, das war teuer genug mit so einem kleinen Tiegel, und aber das lohnt sich. Also es gibt nichts aus der Drogerie, was ja, vergleichbar ist, das kann ich einfach nur so sagen. Deswegen, es geht ja um Drogerie-Concealers, aber es gibt halt gewisse Sachen, meiner Meinung nach, die sollte man vielleicht doch als High-End kaufen. Und das wäre dann Puder und Foundation, wenn man so will. So, und dann habe ich eine Quaste. Da ist schon mal was gewesen, was nicht transparent war. Also das hier ist ja transparent, aber egal. Und einfach das, was im Deckel ist, ihr seht ja, es ist nicht viel, aber das reicht. Das tue ich dann in die Quaste rein, und dann hat man hier so ein bisschen, ne? Und damit es nicht so viel unter den Augen wird, dann mache ich das erstmal in der T-Zone. Drücke das dann da fest und einfach so ein bisschen überall, damit
ja nicht so viel ist auf der Quaste. Und dann drücke ich mit dem quasi mit dem Restprodukt, was noch da ist, hier hin und dann hier hin. Und dann, damit bloß nicht zu viel kommt an den Faltern, mit dem Restprodukt, was noch ein bisschen da ist, so, ne? Und ja, das reicht, weil wenn zu viel Puder ist hier, wie gesagt, na, dann sind die Falten so verstärkt und das möchten wir halt nicht. Übrigens, diese Quaste ist von Make-up Coach, ist wirklich super, ist einfach so schön, wenn es so spitz ist, dann kommt man überall hin. Und es gibt ja sonst die viereckigen, die sind auch gut, da kann man auch so eine Ecke dann nehmen von einem viereckigen, aber das hier ist wirklich, und mit so einem kleinen ja, Griff hier sozusagen, das ist wirklich optimal, verlinke ich unten auf jeden Fall. Ich hatte mal eine Zusammenarbeit mit Dr. Jetzke Ulte und das ist also eine Skincare-Marke, aber sie haben auch so ein bisschen Make-up dabei und ich habe mich total verliebt in deren Concealer. Also einige von euch wissen das schon, ne? Und den verwende ich privat. Der ist einfach spitzenmäßig. Ist perfekt pflegend, abdeckend und feinpuderig. Und ja, also das ist wirklich mein Favorite. Aber ja, ich gehe jetzt nicht so darauf ein, weil es soll vorwiegend um Drogerie-Concealer heute gehen, dachte ich, ne? Aber das ist einfach etwas, was, ja, der ist einfach perfekt. Einfach perfekt. Aber wenn ich mit Kunden, also Kunden schminke, dann, weil das ist ja mein privater, also den gebe ich nicht her, ne? deswegen der kommt jetzt erstmal weg. Und ich dachte, ich spreche erstmal über Maybelline Superstay. Ich habe aufgeschrieben, etwas großpuderig und das ist das, was ich nicht so gerne mag. Also das soll sehr, sehr, sehr fein sein. Das wollen wir natürlich alle. Und das ist halt ja, schon teilweise schwierig in der Drogerie. Deswegen, die habe ich alle aussortiert. Die hatte ich auch ein paar von. Aber ich dachte so, ne, ich möchte wirklich nur gute Concealers bei mir haben in meinem Kit. Deswegen, die sind jetzt erstmal raus. Und ja, und Maybelline Superstay, das ist auch leider so ein Kandidat. Was heißt leider? Das ist so ein Kandidat. Ein bisschen großpuderig, aber trotzdem hat er was. Komischerweise. Was habe ich aufgeschrieben? Also schwach deckend. Das ist also nicht eine super Wahnsinnsdeckkraft, aber irgendwie macht das einfach alles strahlend. Ne? Also die Farbe ist ein bisschen zu gelblich und zu dunkel für mich. Das kommt auch gar nicht so rüber in der Kamera, so, ne? Wie in Wirklichkeit. Aber ja, also wenn ich das bei mir verwende, ich habe eine andere Farbe, die heller ist, kann ich natürlich auch zeigen. Einen Moment. Das müsste hier die Nummer, also das wäre übrigens 20 Sand oder Sand und Nummer 05 Ivory, denke ich mal, hatte ich jetzt beim Ausprobieren. Ich dachte, ein für alle Mal probiere ich alle durch und gucke, wie ich mit ihnen klarkomme und welche behalte ich, welche nicht. Und ja, der ist auf jeden Fall noch in meinem Kit. Weil ich denke, das sieht man hier auch, ne, bei der hellen Variante, dass es einfach so eine Strahlkraft hat. Ne? Also ja, hat wirklich was. Der wäre nicht die erste Wahl tatsächlich, wenn ich einen Kunden schminke, aber manchmal passt es vielleicht von der Farbe hier und so. Alle haben ja unterschiedliche Farben und in der Hinsicht versuche ich auch immer zu perfektionieren, dass es wirklich die exakt ja, richtige Farbe ist so unter den Augen, damit es dann ein bisschen heller ist als die richtige Hautfarbe, aber nicht so hell natürlich und es soll einfach nur strahlen und genau, also von daher, das behalte ich auf jeden Fall und ich finde, ja, der ist ganz okay. Ich würde sagen, und das ist wahrscheinlich logisch, dass jeder Concealer so Stärken und Schwächen hat oder verschiedene Merkmale sozusagen. Und dieser hier von Manhattan, der Multitasker Concealer, habe ich auch öfters gezeigt auf dem Kanal, ist spitzenmäßig. Also da muss man aufpassen, weil die Deckkraft enorm ist. Also das ist schon teilweise cakey, muss man wirklich sagen. Aber wenn man aufpasst und wenn man das gezielt dann einsetzt, ist das also wow. Und das ist ja, wie gesagt, Multitasker, das heißt, man kann ihn auch als quasi Foundation verwenden. Oder sagen wir mal, kann man unterwegs haben und dann zwischendurch dann einfach so ein bisschen auffrischen, damit da, wo es nötig ist, wo man halt ein paar Rötungen hat oder sowas. Und ja, das ist auch ein bisschen zu dunkel und gelblich für mich.
Da habe ich auch mehrere Farben, aber sehr feinpuderig, aber sehr, sehr deckend. Also das ist vielleicht keine Best-Etcher-Variante, wenn man wirklich hier alles, ich habe ja eben gesagt, ne, mit diesem Dreieck hier so, ne, das ist too much. Aber wie gesagt, wenn man da nicht aufpasst, dann wird das echt so viel. Ne? Und ja, das ist nicht mein Ding, ne? Aber ich muss das auf jeden Fall in meinem Kit haben, wenn man so einen Look macht auf jemanden anderen. Und generell ist das einfach ein tolles Produkt, weil es, ja, wie gesagt, ist einfach feinpudrig und eine Wahnsinnsdeckkraft. Und ja, ist schon pflegend auch irgendwie. Und alles, was austrocknet und so, das habe ich auch einfach weggetan. Das bringt nichts oder das hilft einem nicht weiter. Das soll einfach einigermaßen pflegend sein und ja, und eine gute Deckkraft. Und dann ist man good to go. Also, man hat dann Multitasker. Dann habe ich wieder was von Maybelline. Ich denke, die hier sind ziemlich bekannt. Ich war eben ziemlich verwirrt, weil hier steht Eraser und hier steht Löscher. Ich habe zwei nämlich. Aber auf Deutsch heißen die einfach Löscher, glaube ich. Und den hier habe ich, glaube ich, in Schweden gekauft. Das ist wahrscheinlich der englische Name, Eraser. Und ja, Multi-Use-Concealer. Und auf jeden Fall ist einfach toll. Das ist ja ein gehyptes Produkt oder war vielleicht, na, vielleicht nicht mehr, keine Ahnung. Aber es ist einfach, wenn man hier, ja, es ist immer schwer, weil es ja halt hautfarben ist, na, aber so feinpudrig und total gut deckend und ist wirklich ein tolles Produkt. Vielleicht nicht ganz so pflegend, ist. Und zwar Löscher wird das ja genannt. Ich weiß nicht, ist das Durstlöscher oder was wird mit Löscher gemeint? Das weiß ich jetzt nicht im Kopf, aber Durstlöscher, dann denke ich an Feuchtigkeit spendet und so. Das kann ich nicht bestätigen. Dafür ist es, würde ich nicht unbedingt bekannt oder ich finde nicht, dass es das Merkmal ist, sondern wie gesagt, einfach nur sehr, sehr, sehr feinpuderig und gut deckend. Und ja, das ist einfach wichtig, dass es feinpuderig ist, ne? Weil gerade hier, ne, mit den Falten und so und man hat vielleicht Trockenheitsfältchen und so, dann muss es feinpuderig sein. Und ja, wie gesagt, nicht ganz so feuchtigkeitsspendend, aber es ist wirklich ein tolles Produkt, kann man nicht anders sagen. Also ich kann vielleicht die Farben sagen, und zwar das hier ist Nummer 03 und das hier ist was ganz Helles, und zwar 05 Brightener. Dann haben wir True Skin von Catrice und davon hört man ja auch viel und ist auch ganz nett, muss ich sagen. Etwas zu großpuderig, meiner Meinung nach, aber ist noch in meinem Kit, weil die Deckkraft ist genial, muss man wirklich sagen. Und auch für so kleine Pickelchen und so weiter, da habe ich auch andere Sachen, Color Corrector und so weiter, wie das alles heißt, ne? Was so ein bisschen mehr in Cremeform ist. Aber wenn man ein Flüssigprodukt haben möchte für alles im Grunde, für Rötungen, Ausschläge oder so ein bisschen Pickel oder so und unter den Augen, dann ist das hier schon ein gutes Produkt. Aber ja, unter den Augen gibt es tatsächlich bessere. Ne? Aber so für, ne, ich habe hier zum Beispiel so Pigmentflecken, die bedecke ich wunderbar hier mit zum Beispiel. Und ja, einfach so alles Mögliche, also Unregelmäßigkeiten auf der Haut, dann ist das ganz okay. Nur unter den Augen, da bin ich halt pingelig wegen den Falten und so, ne? Da ist es nicht optimal, aber ist ganz okay, sagen wir mal. Und pflegend, das habe ich jetzt, ja, normal würde ich sagen, habe ich nicht aufgeschrieben. Das ist nicht super pflegend, aber auch nicht austrocknend, ne? Also von daher, ja, ist wirklich ein solides Produkt. Ach so, das wollte ich auch erwähnen. Das ist kein Drogerieprodukt, sondern High-End und zwar Shape Tape. Ich habe hier nur eine Probe und zwar drei verschiedene Farben habe ich ausprobiert und ich habe noch zwei. Das sind die dunkleren Varianten und ich dachte das erste Mal so, naja. Kann man verwenden, muss man nicht so ungefähr. Und das war wirklich Nummer zwei, also das zweite Mal und das dritte Mal auch so. Also man muss wirklich sagen, dass die Drogerie echt gut mithält. Ich sehe nicht den Grund, warum ich Shape Tape kaufen soll, tatsächlich. Ich fand die Deckkraft nicht wirklich
super stark und ja, gerade die Deckkraft, glaube ich. Und ja, also schon feinpudrig, aber also bei mir hat, also das hat echt an der Deckkraft gehapert. Deswegen, ich bin jetzt nicht so ein großer Fan davon. Das wollte ich nur kurz erwähnen, dass es, ja, dass die Drogerie wirklich mithalten kann. Ne? Von daher, jetzt kommt der Gewinner auf jeden Fall, Nummer eins. Und zwar hole ich jetzt im Grunde the one and only. Wenn ich jetzt nur Concealers kaufen würde, dann wäre das wahrscheinlich nur dieser hier von NYX. Und zwar, wie heißt der? Bare with me. Das ist ja ein Serum, nennt sich ein Serum. Und hier habe ich geschrieben, mittelneutral. Das habe ich in meinem Kit. Und das ist einfach so mein Go-to-Concealer. Passt fast immer. Ne? Das ist wirklich, wie gesagt, neutral und mittel. Also, was will man mehr? Es ist einfach, ja. Top. Und ja, perfekte Deckkraft, muss ich sagen. Das ist eine mittlere Deckkraft und sehr feinpuderig. Und was kann man noch alles sagen? Sehr pflegend, wunderbar pflegend. Eventuell habe ich hier geschrieben, etwas zu viel Glow, Fragezeichen. Ja, ich habe ja persönlich Probleme damit, dass ich immer unter den Augen glänze. Ja, das ist der Fall, so ein bisschen mit dem Concealer. Aber wenn man dann abpudert, dann ist alles optimal, wirklich perfekt. Weil das wollte ich auch erwähnen bei Shape Tape. Sieht okay aus, aber wenn man dann abpudert, dann habe ich das Gefühl, dass mit Shape Tape, dass es dann alles, also die Falten verstärkt werden, also extrem verstärkt werden mit Puder. Und hier nach dem Abpudern, weil das muss man ja irgendwie, damit es nicht irgendwie verrutscht und so, dann sieht es einfach perfekt aus. Es sieht einfach gut aus und ja, ist einfach wirklich ein wunderbares Produkt. Und ich weiß nicht, wie viele Farbvarianten ich da habe, aber das ist auf jeden Fall, sieht man hier, glaube ich, auch, ne? Ist im Grunde meine Hautfarbe. Und ja, also verwende ich wirklich so oft und es ist für mich wirklich das perfekte Produkt. Von daher, wie gesagt, ne, wenn ich jetzt neue Concealers kaufen würde, dann nur diesen wahrscheinlich. Und ist natürlich etwas teurer. Ich habe jetzt nicht den Preis im Kopf, aber NYX ist ein Drogerieprodukt, aber gibt es auch nicht überall. In meinem oder nicht in meinem DM, also in meinem Dorf gibt es kein DM. Ich muss dann ja entweder in die Richtung oder die Richtung praktisch zur nächsten Stadt fahren. Und da, ich glaube, es gibt es nur in der nächsten Großstadt quasi. Da haben sie eine NYX-Theke. Aber sonst hat ja Douglas, meine ich, da kann man online bestellen oder andere Make-up-Online-Shops, sagen wir mal, haben NYX. Aber es ist natürlich immer praktisch, zu DM zu gehen, ne? Ganz schnell zur Drogerie und sowas zu holen. Ne? Und genau, also die Preise sind jetzt nicht super billig, so wie Essence oder so. Ne? Man muss schon ein bisschen mehr bezahlen, aber es lohnt sich. Und es ist einfach so teilweise eine Profimarke. Ne? Also man kann wirklich professionell damit arbeiten. Die Produkte haben eine Wahnsinnsqualität. Und ja, also der Concealer von NYX ist wirklich spitzenmäßig. Das waren auf jeden Fall meine Top-Concealers. Also NYX ist wirklich, ohne Vergleich, ist wirklich der Beste. Aber hier Catrice True Skin habe ich aufgeschrieben hier. Ne? Ist wirklich ganz okay. Und Maybelline Losha, wunderbar. Und Manhattan Multitasker, glaube ich, heißt der. Und Superstyle Maybelline ist auch wirklich auch nicht von schlechten Eltern. Also von daher, ne, also die Drogerie hat wirklich gute Sachen und das wollte ich einfach so ein bisschen mit euch teilen und ich hoffe, ihr habt ein paar Tipps bekommen und ja, wir sehen uns hoffentlich nächstes Mal. Macht's gut und abonnieren nicht vergessen und dann sehen wir uns, wie gesagt, nächstes Mal. Tschüss!